eben gerade angesprochen worden, diese Online-Community für Fotografen, und dort können Sie dann Ihre Bilder, die Sie dort machen, gucken wir da mal einfach mal rein, zum Beispiel ja, bei mir, die können Sie dann mit einem Creative Commons versehen. Da kann ich zum Beispiel sagen, okay, Non-Commercial Share Alike. Oder wir könnten die Attribution Creative Commons, da gibt es verschiedene, da muss man sich dann halt sich das anschauen und dann sichert man das ab und dann können andere Personen damit arbeiten. Und hier haben wir jetzt plötzlich die Angabe, dass es hier Creative Commons da ist. Ausgedacht hat sich das. Was macht man jetzt, wie kann man denn weiter damit umgehen? Dass wir auf der einen Seite, ja, soll ja alles ganz viel digital angeschaut werden und das ermöglicht natürlich auch einen Zugriff und gerade diese Mashups sind natürlich sehr spannend. Wie könnte man das eigentlich lösen? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz wäre zum Beispiel die Kultur Flatrate. Die schauen wir uns mal an. Zeiten von Telefon- und Datenflatrates liegt die Idee einer Kulturflatrate eigentlich nahe. Jeden Monat zahlt jeder Nutzer eines Breitbandanschlusses eine Gebühr von vielleicht 5 oder 10 Euro an seinen Internetprovider. Dafür darf er so viele Medieninhalte herunterladen, wie er will. Der Provider oder eine angeschlossene Verwertungsgesellschaft gibt dieses Geld dann anteilig an die Urheber der heruntergeladenen Werke weiter. Das klingt zunächst nach einem verwegenen Gedanken. In anderen Sektoren der Medienlandschaft wird so etwas aber schon längst praktiziert. Die Geschichte hat gezeigt, die Musikindustrie profitiert davon, Gesellschaften zu bilden, die solche Gebühren einsammeln. Das ist genau die Methode, mit der die Musikindustrie bereits in anderen Feldern Geld verdient, in denen es traditionell schwierig ist, auf andere Weise Geld einzusammeln. Im Rundfunk beispielsweise. Und nicht nur im Radio, auch bei Fotokopiergeräten arbeitet man schon lange mit pauschalen Vergütungen und in noch viel exotischeren Bereichen. In England. Musiker, die in England in einer U-Bahn-Station Musik aufführen wollen, benötigen dafür eine Lizenz. Und ein Teil dieser Lizenzgebühr geht an die Verwertungsgesellschaft der Komponisten als Vergütung für die Musikstücke, die der Kerl in der U-Bahn-Station spielt. Ja, das kann man natürlich hier in Deutschland auch über die GEMA. Das ist auch momentan ein Grund, warum in Deutschland auf YouTube relativ viele Videos momentan gesperrt sind, weil es da keine, keine Regelung gibt zwischen YouTube und GEMA. Da ist die Verhandlung ein bisschen, kommt nicht so richtig weiter. Aber insgesamt denke ich, es muss eigentlich allen klar sein, dass in irgendeiner Weise natürlich eine Vergütung da sein muss. Und das ist also auf alle Fälle ein ganz spannender Ansatz. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Die nächste Möglichkeit ist natürlich eine ganz andere, nämlich hier die sogenannte Internetsperrenansatz. Es gibt Modelle in England und Frankreich zum Beispiel, die sehr erfolgversprechend sind, wo die Rechte besitzen, mit den Internet-Service-Providern einen Pakt geschlossen haben und gesagt haben, okay, wenn mehrfach ein Recht verletzt wird, wenn mehrfach illegal kopiert wird, kann ihm der Netzbetreiber sagen, ich mahne dich ab, und wenn du das 3 oder 4 Mal gemacht hast, darfst du halt 2 Wochen nicht surfen. Klartext, jeder Internetzugangsanbieter soll nach diesen Plänen den gesamten Datenverkehr all seiner Kunden abhören. Sämtliche E-Mails, Downloads, angeschaute Webseiten und Videos untersucht der Provider daraufhin, ob sich darin beispielsweise ein Song von Britney Spears findet. Oops, I did it again. Wird der Provider mehrfach fündig, schaltet er dem Kunden das Internet einfach ab. Dem geschätzten Zuschauer bleibt es selbst überlassen, ob er solcherlei Ansinnen für gelebtes Faustrecht, für das Ende der Privatsphäre oder für eine gute Idee hält. Menschen, die den Trend der technologischen Entwicklung erfasst haben, halten solche Pläne vor allem für eins, für sinnlos.
Sie können jetzt schon vorhersagen, bis 2010 wird ein Terabyte Speicherstick etwas sein, was man einer Cornflakes-Packung beilegt. Er wird vielleicht $10 oder $20 kosten. Unter solchen Bedingungen wäre es absurd, das Internet zu nutzen, um Musik zu tauschen. Die Leute werden stattdessen in ihr Studentenwohnheim gehen und sagen, hey, ich habe jeden Song, der in Amerika seit 1960 produziert wurde. Und jemand anders wird sagen, und ich habe jeden Song, der in Deutschland seit 1965 produziert wurde. Lass uns tauschen. Diesen Austausch wird man noch nicht einmal mit dem penetrantesten Internet-Spionagesystem entdecken können, weil er auf einem gewöhnlichen Tisch stattfindet. Ich bin überzeugt davon, wenn solche Dinge aufkommen, wird die Musikindustrie nach noch drakonischeren Maßnahmen verlangen, um beispielsweise in Studentenwohnungen einzubrechen, um Leute dabei zu ertappen, wie sie dort in den Opiumdämpfen ihres Dateitauschens sitzen. Ja, dem, glaube ich, muss man einfach nichts hinzufügen, oder? Kommen wir zum zweiten Bereich, Datenschutz, den hatte ich schon mal ganz am Anfang ein bisschen angesprochen. Datenschutz steht eigentlich dafür da, dass man Kontrolle über seine eigenen Daten hat und dass die Daten nicht in irgendeiner Weise gestohlen, missbraucht oder missbraucht werden können. Der Datenschutz sagt, dass jede Person selbst entscheiden können muss, welche personenbezogenen Daten von ihr veröffentlicht werden. Und bis 12 Jahre, gut, Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Und bei Jugendlichen zwischen 12 und 18 gibt es eine gemeinsame Einwilligung. Das wird sie als Studierende nicht mehr so treffen. Sie können das alle selbst mittlerweile unterschreiben. Das heißt, es schauen hier ein paar Schülerstudenten zu. Es gab ja in letzter Zeit sehr viele Datenlecks und verschiedene Probleme mit Online-Communities, sei es die VZ-Gruppe oder Facebook, und es gibt eine sehr große Diskussion darüber. Ich kann Sie eigentlich nur ermuntern, sich damit einzubringen und sich anzuschauen, was da so geht. Es gibt verschiedene Alternativversuche, wie zum Beispiel Diaspora, die versuchen, ein dezentrales Facebook aufzubauen, etc. In der Episode dazu haben wir darüber gesprochen, dass man doch aufpassen muss, wie man sich darstellt. Es gibt ein paar Rechte, die sie haben, dass zum Beispiel Fotos eigentlich nur mit Einwilligung der fotografierten, identifizierbaren Person geschehen sollen, es sei denn, es ist eine Person des öffentlichen Interesses. Das bedeutet, dass die ganzen Stars einfach so fotografiert werden können. Eigentlich muss auch eine schriftliche Einwilligung erfolgen. Nun ja, Sie können auf Facebook oder bei VZ, wenn Sie identifiziert werden, tatsächlich dann immer verlangen, dass das Bild rausgenommen wird. Da sollten Sie wirklich auch teilweise überlegen, welches Bild Sie drin lassen, aber es gibt da natürlich einiges an Problemen, und da hat sich eine Initiative aus den USA Gedanken zugemacht, und die haben dann zwei Werbespots dazu gedreht, um den Teenagern nochmal so ein bisschen zu zeigen, dass es eine andere Sache ist, ein Bild online zu stellen, als dass es viel öffentlicher zugänglich ist, als man denkt. Schauen wir uns mal an hier. Das ist ein Werbespot, da hängt ein Mädchen ein Bild an das schwarze Brett. Aber nicht das schwarze Brett von ihrer Online-Community, sondern der echten Highschool. Und dann gucken wir uns mal an, was passiert. Remember, think before you post.